Herr Kirschner. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zunächst erstmal möchte ich noch mal zu Herrn Burkwardt kurz sagen, warum wir den Antrag eben nicht unterstützen können. Weil in diesem Antrag formuliert ist, Drohung gegen Leib und Leben vergiften das gesellschaftliche Klima zusehends, senken die Hemmschwelle immer weiter. Diese Äußerungen tragen zu einer verbalen und letztlich auch tätlichen Verrohung im Umgang mit Andersdenkenden bei. Allzu oft ist dies mittlerweile der Nährboden für Gewalt bis hin zum Terrorismus. So beteiligen sich auch führende Repräsentanten der AfD und nicht wenige ihrer Mitglieder bewusst an rechter Hetze und ebnen damit den Weg für Gewalttaten. Und genau aus diesem Grund, das ist das, was wir meinten, lehnen wir diesen Antrag ab. Den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke verurteilen wir aufs Schärfste. Er hat aber allerdings nichts mit der AfD zu tun, genauso wenig wie Herr Striegel zum Beispiel oder Frau Quade, was mit gelebter Demokratie zu tun haben. Er hat einfach nichts mit uns zu tun, Punkt, aus, Ende. Und wir lassen unsere Partei hier auch nicht instrumentalisieren und sind natürlich mit unseren Gedanken und auch mit unserer Anteilnahme bei der Familie von Dr. Walter Lübcke, weil niemand das Recht hat, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, und die sollten wir vielleicht mal abwarten, das Ende dieses Falles mit einer Verurteilung, und dann können wir gerne solche Debatten führen. Aber wenn in diesem Fall bis heute niemand verurteilt worden ist, wenn bis heute das Geständnis widerrufen ist, wenn bis heute in diesem Fall die DNA-Spur die einzige ist, die der wichtigste in diesem Fall ist, dann muss man das abwarten und dann kann man danach diese Debatte führen. Und ich bitte wirklich die CDU, Sie sollten sich ja nicht mit solchen Anträgen, bei denen es vorerst noch um ein nicht abgeschlossenes Verfahren handelt, sich beschäftigen, sondern vielleicht doch wirklich mit dem Brandbrief des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Gerd Gies beschäftigen, den ich im Übrigen für einen lupenreinen Demokraten halte, denn der hat genau das Richtige gesagt. Und wenn man sich die CDU von heute anguckt, diese immer weiter nach links verrückt, dann werden sie den Weg der italienischen CDU nehmen, der Demokratia Christiana und in der Versenkung verschwinden. Und wenn eine Koalition mit einem Herrn Striegel da drin sich hier hinstellt und von Demokratie spricht, der hier wirklich gesagt hat, er wünscht sich Zuwanderung bis zum Volkstod. Da muss ich übrigens Herrn Striegel sagen, wenn Sie doch das sich wünschen, dann wandern Sie doch als Erster aus, lassen einen Zuwanderer für sich rein. Ich glaube, nicht mal der empfiehlt so viel Hass wie Sie gegen die eigene Bevölkerung. Das wäre mal eine Maßnahme. Und hier wird ja auf den Fluren schon gemunkelt, dass Herr Innenminister Stahlknecht vielleicht irgendwann der Ministerpräsident wird und vielleicht ein gepuschter Herr Striegel dann das Innenministerium übernehmen sollte. Wenn das hier passiert in diesem Land, dann haben wir keine Innersicherheit mehr, dann haben wir Chaos und rechtsfreie Räume auf diesen Straßen und das wünscht sich in diesem Land kein Mensch. Vielen Dank.